Servus, hallo. Wieder mal aus dem Wiener Keller. Heute ist ein Österreicher dran. Ich weiß gar nicht, die Weinbauregion hatten wir auch noch nicht oft. Gehört mit zu meinen Lieblingsregionen in Österreich, Steiermark. Eigentlich auch eine totale Weißweinregion. Also wichtigste Rebsorten, an erster Stelle Welschriesling, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, ist sehr säurelastig und ist von der Wirkung irgendwie vergleichbar mit dem Elbling. Ich weiß gar nicht, ob wir Elbling schon mal da hatten. Wenn nicht, machen wir mal eine Sendung drüber. Dann an zweiter Stelle wahrscheinlich auch der renommierteste Wein in der Steiermark. Das ist der Sauvignon Blanc. Da wird es noch einige Folgen zusammen mit Hardy geben. Denn ich behaupte mal, steirischer Sauvignon Blanc gehört mit zur Weltspitze. Absolut. Dann ein weiterer Wein, der sehr speziell ist für diese Region, ist der Morillon. Morillon wird jetzt den Weintrinkern außerhalb Österreichs nichts sagen, das ist einfach die steirische Bezeichnung für Chardonnay. Und Chardonnay macht man dort verdammt guten. Ja? Und ich habe jetzt mal einen ausgesucht. Mal sehen, das Weingut Sabati ist ja auch schon mal auf Verna Vino erwähnt worden. Und Sabati ist jetzt dazu übergegangen, die Weine nicht mehr Morillon zu nennen, sondern Chardonnay, einfach weil es internationaler ist. Und das ist jetzt einer aus der Lage Pößnitzberg, kommt aus dem Barrique, Jahrgang 2010. Mal schauen, wie sowas schmeckt. Also, ich behaupte ja mal, dass die guten Morillons aus der Steiermark, sie haben irgendwie so einen Drive hin zu Chablis. Ich finde, sie haben sehr viel von einem Chablis, der, obwohl, der ist schon mehr, ja. Das, was ich normalerweise bei Chardonnay absolut hasse, das ist, wenn das Holz im Vordergrund steht. Hier ist das Holz fantastisch eingebunden. Man hat noch ein bisschen. Also das ist Chardonnay. Das ist Chardonnay. Der hier geht meiner Meinung nach mehr in Richtung eines Meursaults. Hat jetzt auch eine sehr schöne Reife. Es kommen so viele schöne dreckige Aromen. Ja, ich glaube, Hendrik Thoma mag das sehr. Das wäre, glaube ich, ein Wein für ihn. Für mich ist das auch. Es ist aber kein Chicken Shit drin. Ja, ist schon kultivierter. Ja. Geht überhaupt nicht in Richtung neue Weltwein. Er riecht eher ein Burgunder. Dazu müsst ihr wissen, das Weintrinken habe ich eigentlich in der Bourgogne gelernt. Und das war mehr so Zufall. Also ich war mit meinem alten Golf damals mit wenig Geld auf dem Weg nach Südfrankreich und wollte zwischendurch mal auf dem Campingplatz übernachten. Und aus einem Louis de Funès-Film kannte ich noch den Namen Meursault. Und dann habe ich den Namen auf einmal an der Autobahn gesehen in Frankreich und haben mir gedacht, da fährst du jetzt mal hin. Und ich weiß nicht, wer von euch alles Louis de Funès-Fan ist, aber ich habe so den Eindruck, die meisten guten Filme von ihm spielen immer in Feinschmeckerregionen. Und ich hatte damals eigentlich nur Ahnung von italienischen Weinen. Und da war ich dann auf meinem Campingplatz in Meursault
unter lauter Holländern und dann hat es kräftig geregnet. Hat von nebenan dieses Potsdamer gehört. Und also mein Zelt hat eigentlich gut gehalten. Ja. Die Bundeswehr war noch nicht so weit entfernt. Das ging gut. Und am nächsten Tag habe ich dann einfach die Weingüter besucht. Ja, das ist war in der Bourgogne. Das waren so die späten 80er Jahre, was echt gut möglich, da zum Winzer hinzugehen. Man hat sich durchprobiert, hat ein, zwei Kistchen gekauft. Ich glaube, heute geht es gar nicht mehr. Und da habe ich auch mein Lieblingsrestaurant entdeckt. Mein Lieblingsrestaurant ist nach wie vor das La Grilladine in Beaune. Beaune ist ein Katzensprung von Meursault entfernt. Und da habe ich meinen ersten weißen Meursault getrunken, weil vorher war ich der Meinung, in der Bourgogne, in Frankreich gibt es nur gute rote, ja, also wie man es so ist, mit 20, 22, 23 Jahren, hat man so gewisse Vorstellungen. Aber da habe ich gemerkt, verdammt, die Franzosen machen auch erstklassige Weißweine. Das waren dann immer Chardonnays. Und Meursault ist nach wie vor bei mir jetzt von den Weißweinen einer der absoluten Lieblingsweine. Und wie gesagt, da bin ich jetzt abgeschweift, aber dieser Wein erinnert mich an einen guten Meursault. Jetzt nicht absolute Spitze, aber an einen guten Meursault. Wenn ich einen guten Meursault heute kaufen will, ist der irgendwo bei 40, 50 Euro. Der hier ist bei knappen 20 Euro. Ich muss mal ein Ströpfchen nehmen. Ja, da ist die Van da ist diese Vanillenote, ja. Man hat so ein bisschen diese Fruchtnote, hat eine Salznote dabei. Puh. Den Fehler, den viele Weintrinker heutzutage machen, der ist, dass man diese hochwertigen Weine aus der Steiermark, ja, alles was Morillon ist oder Sauvignon Blanc, die wirklich guten, die im Barrique ausgebaut werden, dass man die zu jung säuft. Der ist jetzt Jahrgang 2010, der ist jetzt in einem schönen Trinkstadium. Ich würde ihn sogar noch liegen lassen. Ja. Und in Österreich sagt man, das ist ein Wein zum Niederknien und das ist er. Ja. Das ist ein Wein, der so ein bisschen butterig ist, aber nicht zu arg. Nicht so wie die Überseeweine, sondern er hat so eine schöne buttrige Note. Boah, passt zu Sahnesoßen oder Obersoßen, muss man hier sagen. Und passt zum Fisch, aber passt auch zum Fleisch. Ich würde in so einer sehr deftigen Küche würde ich ihn empfehlen. Boah. Und richtig gute Chardonnays haben einem ja immer was zu erzählen. Mal zuhören. 44, 40, ach ne. 44, 44. Das sind 44-Punkte-Wein. Absolut. Gehört mit in die Spitze. Man muss ihn richtig einlagern. Und dann macht er auf. Also, schon lange keinen so guten Chardonnay mehr getrunken. Der letzte, der in der gleichen Art war, das war einer aus der Bourgogne. Also ganz großer Tipp: Steiermark, Morillon, Sabati, Pößnitzer Berg 2010. Die anderen Jahrgänge würde ich jetzt noch gar nicht trinken. Das ist hier jetzt der erste, so der trinkfertig ist. Viele sagen ja 2010 Arsch. Jahrgang und so finde ich eigentlich nicht. Ja. Also ich habe jetzt schon verschiedentlich sehr gute Weine getrunken aus 2010, auch Weine, die noch ohne weiteres eingelagert werden. Ich bin von Spätburgundern
enttäuscht worden. Hardy, du auch. Ja. Spätburgunder, die keine 10 Jahre geschafft haben von sehr renommierten Weingütern, finde ich eigentlich enttäuschend. Ja, warum kann ein deutscher Spätburgunder nicht das gleiche Reifepotenzial entwickeln wie ein Franzose? Ja? Ich meine, 10 Jahre, da spricht keine Sau in der Bourgogne nach. Ja? 10 Jahre, da werden sie erstmal interessant. Dann hast du auf der anderen Seite ein Spätburgunder, renommiertes Weingut, Deutschland, genauso teuer wie viele Pinot Noirs aus der Bourgogne. Und der gibt nach 10 Jahren schon den Geist auf. Sowas darf nicht sein. Ja, also da muss man wirklich dran arbeiten. Und gut, heute geht's ums Chardonnay, aber was jetzt Spätburgunder betrifft, da bin ich im Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, Harley, aber ich bin ein bisschen auf der Suche. Ja. Ich habe so den Eindruck, viele ruhen sich aus in Deutschland, was Spätburgunder betrifft. Leben schon von ihren Lorbeeren, denken dran, die Preise anzupassen an den französischen Markt. Das kann es nicht sein. Da muss man sich ein bisschen wehren als Weintrinker. Ja? Und es jetzt auf die Exoten auszuweichen, ob das der richtige Weg ist, glaube ich auch nicht. Aber es gibt in Europa einfach unheimliche Alternativen. Und kein Mensch spricht darüber in Deutschland. Ich habe jetzt ja einige in Österreich probiert, Spätburgunder, und war da total überrascht. Was Chardonnay betrifft, bin ich absolut toll, diese Weine brauchen keinen Vergleich mit Franzosen, Schrecken. Dann, wenn man in Österreich ist, ein Thema wird bestimmt auch sein. Ungarischer Wein. Wir hatten mal eine Weinsendung über ungarischen Wein. Ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Dazu muss man sagen, was die Ungarn im Rotweinbereich machen, das ist der Hammer. Ja, also es sind nicht nur diese internationalen Sorten, obwohl diese Cuvées klasse sind. Aber wenn ich mir auch autochthone Rebsorten anschaue in Ungarn. Ja. Blaufränkisch ist eine autochthone Rebsorte in Ungarn. Gibt es ganz tolle Ergebnisse. Ich werde auf jeden Fall mal ungarische Pinot Noirs oder Spätburgunder testen. Ja, mal schauen, wie die sind. Bereich Chardonnay habe ich jetzt nicht die großen Bringer gefunden in Ungarn. Fourmint im trockenen Bereich ist sehr, sehr interessant. Also es wird auch eine ungarische Sendung geben. Nur heute sind wir bei der Steiermark. Steiermark ist ein Weinbaugebiet. Da wird es noch etliche Sendungen geben. Morillon oder Chardonnay ist jetzt nicht die Rebsorte, für die Steiermark besonders berühmt ist. Sie ist es für Sauvignon Blanc. Da wird es noch einige Sendungen geben. Also ich glaube, Österreich wird viele in Deutschland überraschen. Ja, also was für Möglichkeiten es gibt, wie eigentlich das Preislevel hier ist. Ich bemühe mich schon, Weingüter auszusuchen, die ihr auch in Deutschland beziehen könnt, die Weine. Die meisten österreichischen Weingüter sind darauf eingerichtet, mit Online-Shop und Versandmöglichkeit nach Deutschland. Kostet ein paar Euro. Ja, gut, aber ich habe gestern zum Beispiel nochmal nach GGs geguckt, Spätburgunder in Deutschland. Man sieht alles um die 60 bis 85 Euro von den wirklich renommierten. Braucht es das? Ja, also, ich finde es okay, für einen Wein 30 Euro zu bezahlen, ne, für ein Spitzenprodukt. Muss ich 80 dafür zahlen? Womit wird das begründet vom Winzer? Hat der mehr Handarbeit als der Winzer, der 30 Euro verlangt für seine Flasche Pinot Noir oder Chardonnay? Ich glaube, man muss da schon sehr, sehr kritisch schauen als Verbraucher. Ja?
und ja, ich hoffe, das ist okay. Ich sehe das ein bisschen so als meine Aufgabe zu schauen, wo sind Alternativen für den Weintrinker. Ja. Einfach auch in Europa. Und es gibt Länder, die holen unheimlich auf. Wenn ich mir das anschaue, ich war letztes Jahr in Griechenland und die Weine, die ich da probiert habe, das war der Hammer. Ja, sind nicht billig. Ja. Also in Deutschland bekannt ist Alpha oder so. Aber es wird ziemlich sicher auch einige Sendungen geben mit griechischen Weinen. Ich halte die für absolut notwendig. Also, und vor allem dieser Spagat, man nimmt internationale Sorten und macht eine Cuvée mit autochthonen Sorten, das ist genial. Ja, aber kommt noch. Bepunktelung habe ich schon gemacht. Preis von dem Chardonnay, je nach Händler, zwischen 18 und 20 Euro. Ich glaube, das ist fair. Probiert steirische Weine. Die Weine aus dem Bundesland mit dem Panther. Servus, Baba.